Hallöchen und herzlich willkommen, liebes YouTube-Universum, zu einem weiteren Part von Resident Evil 7 Biohazard. Heute mit einem Kollegen, den ich eigentlich letztes Mal schon angekündigt habe. Da hat er aber leider verpennt, da konnte er nicht kommen, der gute Boy. Heute dabei der MC Cordua. Was geht da? So, er schaut gerne dieses Spiel und hab gedacht, dann kann er auch dabei sein. Zum allerersten Mal, muss ich sagen. Zum allerersten Mal, ja. Richtig. So, also kurz für dich. Wir waren hier, hier in diesem Raum. Hier sind wir reingekommen. Und dann mussten wir das Rätsel lösen. Ist jetzt vielleicht blöd nachzuvollziehen. Ist egal. Boah, die ganzen Nägel ist schon ausschlaggiftig. Ja, ja, also ist jetzt vielleicht blöd zu erklären, aber es hat Sinn ergeben. War auch schön tatsächlich. Hallo? Na? Oh, dieses Messer ist so wunderbar. Das ist geil, Alter. Ich glaube, das ist... Der Polizist hat mir so den Arsch gerettet. Okay, alles klar. Und dann sind wir hier durch den Raum gekommen. Und können jetzt weitergehen. Alles klar. Hier. Gesundheit. So, Entschuldigung. Hier haben wir den Kopf noch gefunden, das zweite Teil, das wir gebraucht haben. Den habe ich mal vorsichtshalber hier mit drin verstaut irgendwo. Glaube ich. Schlangenschlüssel. D-Serie-Kopf, da ist es. Ah, stand auch dran. Genau. Serie-Arm und Kopf, ja. Gut. Und jetzt gehen wir da durch und weiter weiß ich selber nicht, okay? Let's go. Also, let's go. Vielleicht gut, wenn jemand dabei ist. Ich habe das letzte Mal gemerkt, dass ich echt wenig geredet habe in der Aufnahme. Ich habe mich da echt konzentriert. Na, ich werde mich genauso konzentrieren und dass ich mich bloß nicht erschrecke. Ah, okay, hier brauchen wir die Kurbel. Die müssen wir dann nochmal kurz von drin holen, außer ihr Licht eine. Nö. Okay, ich muss nochmal weg. Oh, da war jemand. Hast du es gesehen? Ja, ich wollte es gerade sagen. Alter, da war irgendjemand. Hundertprozentig war da jemand. Ich würde meinen Anus drauf verwetten, dass da jemand war. Irgendwann, ich schwör's dir, da war hundertprozentig jemand. Ohne Witz. Ich glaube auch, okay. So. Dann holen wir jetzt nochmal die Kurbel. Die brauchen wir. Zack. So. Und los geht's. Die Steuerung geht auch echt gut von der Hand am PC. Ach, du bist... Lauf weiter. Ja, ist okay. Bloß nicht stehen bleiben. Oh. Ah, hier. Okay. Dann drücken wir die Kurbel rein. Die nehmen wir wieder mit, also brauchen wir sie. Ich lasse jetzt auch mal im Inventar. Ich komme mir. Er ist nicht alleine. An sich schon eine coole Bude, gell? Das ist der Obershit, also das ist mir auch mega gefallen, schon das erste Haus. Fand ich mega nice. Ich auch cool finde, den Arm halt, guck mal, ja, links. Richtig, zusammengetackert. Ja. Richtig heftig. Ich gehe mal darüber. Obwohl, doch, ich gehe darüber. Das ist schön. Gebe ich Chemikalien. Pistolenmunition, die gönnen wir uns auch mal. Flintenmunition nehmen wir auch mal mit, sicherheitshalber. Ich habe echt wenig Kisten zerstört, weil ich gehört habe, wenn man mal Munitionsmangel hat, dann bringen die Kisten einen mehr, wie wenn man einfach keinen Munitionsmangel hat. Und, ja, aber hatte ich ja noch einen Munitionsmangel. Oh, Brennstoff, das ist nice. Kann ich dich da... Wäre es nicht sinnvoller, wenn man von Anfang an mit der Schrotflinte rumlaufen würde? Kann man ja nicht, wenn man die hat, mal erst ab Mitte irgendwann. Ja, nicht von Anfang an, ich meine jetzt. Ich würde die mich schon sehr sicherer fühlen, anstatt so ein... Schönes Messer. Ich hab auch... Leck mich am Arsch, Alter. Okay. Dich, Kollege, würde ich einfach mal kurz erschießen. So. Ach, war das unnötig. Der war aber sauber, ey. Da drüben sind auch noch welche. Alter. Okay. Da müssen wir aber nicht lang, deswegen sparen wir uns die Munition. Ich habe die Grafik ein bisschen hochschrauben können seit der ersten Aufnahme. Jetzt ist gut. Okay. Kämpfe! Jetzt wird's aber herrlich. Jetzt wird's echt herrlich. So. Gut.
Schießpulver. Schießpulver. Psychoserikum. Was sind das? Brandkapseln? Flammengranaten. Oh Gott. Jetzt kriegen wir aber ordentlich Stoff, ey. Das passt mir ja gar nicht. Nee, gell? Da muss da kommt gleich irgendwas. Hundertprozentig kommt gleich irgendwas. Stinkt mir jetzt gewaltig, dass wir hier mega viel Zeug finden. Plus einem Speicherpunkt. Wir kombinieren mal ganz kurz. So. Ich finde es doch voll cool, mit den ganzen, Kombinieren und alles. Finde ich echt gut gemacht. Ja. Ich würde die Kurbel auf jeden Fall legen wir ab. Das legen wir auch mal ab. Shit, ich wollte das hier kombinieren. Fuck my life. Was ist das? Ah, nix. Das wäre besser gewesen. Das ist egal. Pistolen, Flammen. Das sind Flammengranaten. Das ist Brennstoff für den hier. Pass auf, das nehmen wir mal ganz kurz. Das ist schon cool. Der Flammenwerfer? Übel, Alter. Ich fällt mir voller Look. So, jetzt haben wir das auch verböllert. Wie ist es beim Flammenwerfer? Einmal drücken. Einmal drücken und dann sprüht er ordentlich, ja. Von 140 auf 139 oder geht's noch von 140 auf 138? Das geht schnell runter, also das ist echt zügig. Was sind das? Munition für Granatwerfer, ja gut, aber den. Hast du gar keinen, gell? Doch, doch. Hast du schon einen? Da ist er. Ah, da steht der Granatwerfer. Ich glaube aber, den hat man in der Aufnahme noch nicht gesehen. Okay. So. Achso, speichern wäre vielleicht noch ganz eine gescheite Option. Und du und dein Speichern. Ja, habe ich in letzter Zeit echt häufig gemacht. Aber ich finde es auch wichtig, jetzt wird es immer spannender. Mia. Hä? Ach, wir müssen da hinlaufen. Zoe. Mal zu ihr. Zoe, ich. Nicht jetzt. Wir haben keine Zeit. Hast du beide Materialien? Ja, aber nicht dabei. Das ist vielleicht keine so gute Idee. Nee, glaube ich auch nicht. Ich weiß, ich hab grad gedacht, die ist weg. Hast du beide Materialien? Da kämpfen wir nachher. Hundertprozentig. Glaube ich auch. Nee, beide habe ich nicht, weil eine haben wir ja verloren. Oder eine. Moment. Ich guck mal. Hundertprozentig, wenn wir jetzt da wieder reingehen. Fehlen sie beide? Glaube ich nicht, weil ich hätte die Materialien gleich dabei haben können. Dann hätte ich keinen Grund mehr gehabt, den Raum zu verlassen. Deswegen gehe ich mal nicht davon aus. Müssen wir mal gucken. Zwei Dietriche haben wir auch noch. Zu 8 Gigamünzen. Pillen. Ah, das brauchen wir. Und den Kopf brauchen wir. Ja, also wir haben tatsächlich beides dabei. Nehmen wir mit. Ich hab beides. Oh gut. Ich hab beides. Ehrlich, gib mir die Materialien fürs Serum. Ja. Das würde ich vielleicht auch nicht so unbedingt tun. Wenn wir es schnell genug herstellen. Mein Vater und Lukas sind nicht weit weg. Okay. Er kommt. Daddy kommt. Jetzt schon? Gut. Wir haben genug für zwei. Daddy kommt. Wenn wir das Serum hergestellt haben, was dann? Draußen ist ein Boot. Damit fahren wir durch den Sumpf. Aber keiner von uns beiden wird ohne Serum weit kommen. Was krieg ich jetzt? Hey, eins davon ist meins. Ach du grüne Alter, what the fuck? Zoe! Flipp deinen Arsch zurück ins Haus! Und dich kümmere ich mich später! Okay, ich glaube, dass wir da kämpfen, lagen wir gar nicht so falsch. Okay, jetzt wird's aber. Ich glaube, das Auge. Alter Schwede. Digga. Da sind wir auf die Augen. Gut. Einmal Zwetschge. Das nervt langsam, Jack. Ja.
Wie kann ich dem ausweichen? Kannst du hüpfen? Nee. Jetzt rüberlaufen, zack dann. Glaubst du, so schnell rennen? Er schlägt wahrscheinlich immer mit dem rechten Arm. Ach, du blöde Neune. Alter. Hey, die Kämpfe sind doch wirklich hartnäckig. Wow. Okay, ich muss gucken, dass ich nicht unbedingt jetzt da... Okay, wir können dann nachher auch runter, wenn es hart auf hart kommt. Ja, wir bleiben aber oben, ist der hier. Ja. Ich rede schon mit meiner Frau. Oder wir müssen runter. Hey, guck mal, ich glaube nicht, dass wir hier... Okay. Nein. Nein! Da unten war wahrscheinlich, wenn ich den da runter lock. Nee, so ein ja. Und Fass. Wow. Ah, der sieht mich nicht mehr. Ich hab sein Auge kaputt gemacht, sein Hauptauge. Sollen wir runtergehen? Oh oh. What? Wer das? Was schaut den Granatenwerfer oder nicht? Nicht dabei. Brennt die Hütte so langsam ab? Ja. Sieht so aus, ne? Alter, wie der aussieht. Üble. Die Stimme, Alter. Richtiger Boy. Okay. Verfliegste Axt. Nice. Überall am Körper sind die Augen. Hey, wachsen die eigentlich nach oder was? Nee, ich glaube nicht, aber das sind aus wie so Hühneraugen. Boah, der war nice. Der war echt gut geschossen. Ja. Schnauze! Keinen Eimer Pisse wert. Da war ich lustig eigentlich. Die Sprüche sind echt gut, ey. Okay, ich glaube, da ist nur noch eins. Ich bin noch lange kein Teil der Familie, Kollege. Nicht? Noch nicht. Wo ist der letzte? Was ist eigentlich das Blaue da drin? Gute Frage, das öffnet sich wahrscheinlich gleich. Art Herz oder was? Der sieht mich wirklich nicht mehr. Der schlägt nämlich in die Luft. Wo ist der? Schieß mal auf das Blaue. Nee, das ist noch zu hart. Wo ist denn der letzte? Ich weiß nicht. Vielleicht unter ihm, weißt du? Das könnte sein. Oh oh. Oh fuck. Glück gehabt. Nö. Ungern, Bro. Oh oh. Der hat mich erwischt. Der war doch gar nicht mal so falsch. Dass er dich erwischt hat. Wie? So. Ich sollte ihr Vater sein. Sieht man auch nichts, gell, von hier. Okay, dann hier unten, du Otto. Da ist hundertprozentig der Sohn mit drin. Die Stimme, ey. Und anfangen wegzuräuchern. Ja, wäre eine Idee, aber ich hätte es gern für irgendeinen stärkeren Gegner. Da ist. Da! Das müsste gewesen sein. Na, mal schauen.
Oder nicht? Doch, ist jetzt sowas. Okay, okay, wir verschwinden. Das gebe ich mir nicht. Das habe ich mir nicht gedacht. Ah, die Madländer. Da. Boah, wir kommen hier nicht weg. Was ist das jetzt? Jetzt habe ich alles gehört. Oh, das ist jetzt eine ordentliche Schlagbahn, sorry Jungs. Ja. Ethan, hier lang. Oh. Pumpe? Wo ist meine Pumpe? Nutz das Serum an ihm. Du willst, dass ich ihn heile? Es ist zu spät. Ich werde ihn töten. Oh nein. Ja gut, aber dann... Das fühlt sich ja gut an. Oh, 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 oh. Und tschüss. Geht's dir gut? Ja, mir schon, aber ich habe jetzt nur noch ein Serum, ja. Kollege. Komm schon, Mia wartet auf uns. Ein letzter Blick nochmal nach hinten. Machen wir. Können wir uns. Tschüss, Kumpel. Schöne Zeit. Ciao. Rasch. Die stehen da, als wäre nichts gewesen. Ich muss da eins verwenden. Jetzt ist nur eins übrig. Es ist nur noch eins übrig? Es kann doch nicht nur eins übrig sein. Was zur Hölle machen wir jetzt? Muss ich jetzt entscheiden? Oh lol. Oh lol. Ja, ganz ehrlich, ey. Ja, ist wirklich so. Also die Entscheidung fällt mir jetzt nicht sonderlich schwer. Echt? Oder? Mir auch nicht. Also, sorry. Mia, mach's gut. Mia, oder? Ja, klar, hätte ich auch gesagt. Ja, was hast du gedacht? Ich war dumm zu denken, ich könnte fliehen. Aber Zoe, geht. Geht schon, ihr beiden. Du kannst keine Frau recht machen. Es gibt sicher jemanden, der helfen kann. Hier ist mein Zuhause. Offenbar gehöre ich hierhin. Ich werde Hilfe schicken. Brauchst du nicht. Es wird niemand zum Helfen mehr hier sein.